Hallo und willkommen bei Aktiv Gezockt. Wie ihr seht, sitze ich hier in einem, warte mal, einem Schneegebiet fest. Und irgendwo soll hier ein Kumpel vor mir versteckt sein. Oh, wenn ich hier raufgehe, fange ich an zu frieren. Was ist das denn? Was ist das? Wie, ein Leafy. Ah, der Tooltip sagte, Leafy loves you. Also der tut einen bestimmt. Und, ah, Leon. Hi. Hey. Yeah. Wir haben es gefunden. Nein, Spaß beiseite. Wir sind gemeinsam da vorhin gespawnt. Und ja. Sind hier mal so 5 Minuten rumgelaufen, um uns umzugucken. Und wir haben eben schon hier den weiß-blauen Gockel hier, wie heißt der? Blizzard Shizzard, gesehen. Wo Leon dann unverhoffterweise draufgehauen hatte mit dem Spruch nebenbei, pass auf, der ist gefährlich. Oh Gott. Ist der so gefährlich? Au, 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 au. Ja. Au. Oh, der ist schnell. Oh. Der kommt auch über Wasser. Nicht oh, wie die anderen Tiere. Autsch. Oh, ah. Pass auf, Leon. Ich bin schon half life. Oh. Oh. Wow, 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 wow. Einmal treffen, der mich tot. Lass einfach wegrennen. Ah. Gerade Ebene oder abwärts wäre ganz gut. Hier lass grün, Richtung grün. Ja. Da also, Leute, wir sind hier schon ein bisschen rumgelaufen. Wir haben es natürlich vorher ein bisschen angezeigt. Also ich habe jetzt so um... Ich muss jetzt ehrlich gesagt lügen. 20 Spielstunden. Ja. Und es ist einfach faszinierend, weil es gibt um jede Ecke immer wieder was Neues zu entdecken. Und ja, gemeinsam macht das dann halt noch mehr Spaß. Ja. Leider kann Christine heute nämlich nicht mit dabei sein, aber die wird sicher. Oh, stotter, stotter. Die wird sicher im Laufe des Let's Plays dazu stoßen. Nur ein Pilz? So. Jo. Brauchst du? Nee, noch nicht. Ja, doch, doch. Ja, man kann halt Sachen teilen, droppen, wegwerfen. Also mit anderen Leuten schicken. Den kann man. Zack. Und der gibt dann 30 Sekunden lang Gesundheit über die Zeit. Da sind noch mehr Pilze. Ja, also jede Art von Pilze, ob die Brown Mushrooms oder die roten Mushrooms. Was eigentlich voll dumm ist. Ich meine, Fliegenpilze sind jetzt nicht so gesund. Ich glaube aber, die Brown Mushrooms heilen schneller. Bin ja ich der Meinung. Ah ja, und dann gibt es noch das Inventar. Da kann man dann halt in seine Slots Rüstung reintun, für Kopf, die Arme, Oberkörper, Beine. Hier hat man dann seine Panzerung, seinen Schutz, seinen Angriffsschaden. Ist jetzt aktuell bei 4 mit dem Stock. Ja, gibt es eine kleine Note, die findet man zwischendurch immer. Da kann man dann halt drin lesen, wie es hier mit der Welt, was hier passiert ist und was man hier alles erkunden kann. Tipps gibt es da ab und zu irgendwelchen, wo man dann Monster und so weiter viel tiefer. Und dann gibt es verschiedene Ebenen halt, die sind jetzt auf der Oberfläche. Das ist die Sand- und Bodenebene. Dann gibt es Stein, wo dann halt wirklich Stein und Bedrock und sowas. Dann kommt die Stalagmitenebene, sowas, halt so Mineralien und sowas. Dann kommen Lava. Und ich glaube, ganz unten gibt es dann eine Ebene, die nennt sich irgendwas mit Korruptionsebene. Okay, da waren wir noch nicht. Nein, da waren wir noch nicht. Lava haben wir einmal schon mal kurz gesehen. Oh ja, sehr aber, gefährlich. Und ey, diese Korruptionsebene, ich kann nur sagen, die macht Schaden. So. Kann ich mir vorstellen. Und es gibt unheimlich viel zu entdecken. Mega viele Rezepte. Es gibt Rezepte, die kann man freischalten, indem man Sachen abbaut, wie hier den Boden zum Beispiel. Dann gibt es Rezepte, die man freischaltet, indem man andere Sachen, die man dazu benötigt, vorweg craftet. Und dann gibt es noch Rezepte, die man zufälligerweise in irgendwelchen Monsters, sag ich jetzt mal Kreaturen, finden kann. So wie dem Schwein da jetzt. Dem Schwein, das ist natürlich, der läuft jetzt am Tag rum, ist nicht gerade gefährlich. Wird natürlich dementsprechend auch nichts Großartiges droppen, also keine Rezepte. Nimm nur noch ein paar Pilze mit. Jo. Puh. So. Es wird Nacht. Ja, nachts wird es natürlich gefährlich. Ich glaube,
glaube, in Minecraft ist es genauso, oder? Ja, da laufen ganz viele böse Tiere rum. Dann lass uns mal am besten auch. Man könnte das ja jetzt ganz geschickt machen und sich einbuddeln, aber da kommen wir nur ein bisschen. Weil wir haben noch keinen. Hier baut man auch nicht mit einer Spitzhacke oder einer Axt oder so. Sondern hier wird mit so einem Sauger, sag ich jetzt mal, Handschuh, genau, eingesaugt, abgefarmt. Keine Ahnung. Ja, wie soll ich das sonst? Ja. Ne, abgefarmt, so. Da hinten seht ihr schon, da brennt was so bläulich. Das sind so Monster. Wenn es noch zu hell ist und die an die Oberfläche kommen, fangen die an zu verbrennen. Und tun die das denn auch? Ja. Also die laufen nachts sag ich schon, tagsüber auch in Höhlen umher, wo es echt dunkel ist und so. Und nachts kommen die dann halt raus. Da zum Beispiel. Okay. Da unten sehe ich noch Pilze. Die hole ich mir mal im Schnee. Kommst du mit, Leon, oder? Jo. Das ist ein komisches Vieh. Hier ist auch eine Höhle. Wir müssen mal gucken, was wir brauchen. Da kommt was, das greift an. Mich? Ja, er ist will dich. Au, au, au. Drauf da, Kai. Ja. Oh, also, da seht ihr jetzt. Hier ist Yellow Flower, da kommt noch was. Yellow Flower, ein Chart und... Ich bin fast tot. Ich auch. Essen. So. Oh, guck mal hier in die Höhle rein da unten. Ja. Oh, das ist ja richtig cool hier mit den Bergen und so, ne? Den Höhlen da unten. Ja. Oh, das Schwein kommt. Oh. Was ist denn mit dir oben? So, fangen wir mal an. Mit Q kommt man ins Crafting. Mit E kommt man ins Inventar. Hier sieht man auch, was ich eben bekommen habe von dem. Was wir getötet haben da. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein. War das auch ein Leafy? Was? Auch so ein Leafy? Das war ein Chamäleon. Was ist denn da oben? Oh, das, was da gerade runterkommt, oder? Ja! Was? Ja, das ist so ein Muri. Wo du diese Augen hast, die normalerweise in grün, ja. Ja, habe ich schon unten noch. Wow. Die Monster, die kann man auch zähmen. Da muss man sich dann so eine Glocke craften und die eine gewisse Zeit dann, weiß ich nicht, beklingeln damit oder Musik machen, damit die dann einem dann folgen. Aber dazu kommen wir dann noch. Als erstes würde ich sagen, müssen wir jetzt anfangen mit einem Prozessor. Jo. Nee, wir brauchen als erstes die Wood Mining Sand. Dafür brauchen wir Holz, genau. Pilze und Wine. Okay, also Bäume. Jo. Dann... Wenn die 30 Sekunden abgelaufen sind und du nicht voll geheilt bist, ess noch ein Pilz. Hm. Na, gut. Wir brauchen aber dieses braune Holz, das normale. Kohlrabi! Pass auf, das macht Schaden, hier runterfallen. Ja, der Kohlrabi, der bringt uns jetzt noch nicht so viel. Pilze. Den kann man auch essen. Das stimmt allerdings. Oh, hier ist eine Truhe. So eine Chest. Okay, hier sind 8 Brown Mushrooms drin, 20 Kohle und 5 Gunpowder. Warte, ich zeig das auch nochmal. Weg. Oh, sorry. wir finden, ja, wollte gerade sagen, wir finden bestimmt noch einen. Wenn wir jetzt ein bisschen umherlaufen. Kleiner Racker. Hier ist genug, Kai. Und hier kommt auch. Hier, Leon. Jetzt da. Den hab ich. Knochen. Also, so, da habt ihr jetzt auch gehört, da hat er dann jetzt was freigeschaltet, weil ich die Sachen abgefahren. Ich crafte mal eins, ne? Jo. Und schon kann man den nächsten craften. Ah, dann würde ich sagen. Prozessor, ne? Mhm. So, da ich jetzt die Wood Mining Cell gecraftet habe, ist die Stone Mining Cell freigeschaltet worden, die um dann weiter abbauen zu können. Also mit der Wood kann ich jetzt, glaube ich, abbauen Stein und sowas, ne? Lass uns noch eben normalen Stein und so kann ich damit abbauen. Jo, so ein Wooden Sword, ne? Jo, genau. Zack, habe ich mir gemacht. Okay, Inventar, dann kann
kann der Knüppel weg. Jetzt. Meins kommt da hoch. Oh. Okay. Jetzt brauchen wir Stein erstmal. Jo. Wollen wir da mal zu dieser Höhle da drüben gucken? Oder warte mal, wo geht's hin? In der Nacht. Ja, okay, in der Nacht ist es. Wir sehen oben rechts, ist jetzt aber schon halb drei. Hier ist aber auch Stein. Ah, hier ist Stein, ne? Ja, genau. Kommt was. Ah! Wo? Hab ich. Hat mich das erschrocken. Okay, da ist so ein Leafy-Kappe drin. Und so ein. Wie soll man das nennen? Strick? Strick, ja. Seil. Irgendwie sowas. So, Stein. Mit der Wood Mining Cell kann ich jetzt Stein abbauen. Aber auch nur Stein, also kein anderes Gestein weiter. So, dadurch habe ich jetzt den. Mal hier schön das Gras noch mit abbauen. Sieht das schön aus. Ich würde ja mal, würde ich sagen, wenn es hell wird, gucken wir hier mal in die Höhle. Machen wir uns Fackeln. Ja. Guck mal, sowas würde ich hier schon als Eingang da. Würde ich mir das alles wegmachen hier und dann als Eingang rein. Noch tiefer, immer drei hoch und drei breiten. Na, natürlich erstmal ein Vorraum oder. Mal gucken, wie wir das machen. Wir lassen uns dabei schon irgendwas ein. Oder wir buddeln uns da in die Höhle, dann nehmen die Höhle. Oder suchen eine Höhle einnehmen ist auch geil. Was ich auch gut finden würde, ist einen ganzen Berg einnehmen. Innen drin. Ja, Das wäre natürlich richtig nice. Ja. Also einen Berg suchen, wo keine Höhle ist. Und du kannst mit M, mach mal M. Dann gibt es jetzt eine Karte, die ist neu. Mhm. Da sehe ich dich auch drauf, ne? Ja. Du mich. Aber wir sehen uns nur, wenn wir beide in der Nähe sind. Ne? Also wenn wir weiter auseinander gehen. Oder... Und wenn du jetzt dieses Viereck anklickst, kannst du auf Claim klicken. Und dann könntest du für 22 Kohle, könntest du das dann claimen. Für 22 Kohle? Oh, Leon. So. Aha! Ja, ich vergesse immer zu schlagen. Oh, noch eins. Ah, nee, das bist du. Ein Schleimball. Ja. Was kann ich damit machen? Ah, damit kann ich jetzt werfen. So Block of Goo kann ich damit jetzt auch herstellen. Also Gummikringelding. Okay, sobald die anfangen. Gummikringeldinger. Ja, wo du mit hüpfen kannst hier so. Oh, ja. Aus dem Spiegel. Toll. Danke, Leon. Ja, aber ey, ich hole mal ein paar Pilze. Kai. Wenn mich das Schwein nicht killt hier. Warte. Hä? Was für ein. Huch. Was für ein Deck? Pass auf. Was war drin? Oh, guck mal, hier ist jetzt Leder, also Leather, ein Knochen und ein Pilz drin. Cool, ich nehme mir das mal, ne? Ja, ja. Okay. Kai. Jetzt habe ich wieder was freigeschaltet und zwar Leather-Rüstung. Ey. Hast du es wehgetan? Achso, ja, mit so einem Tanzzapfen. Ja. Leon, ey. Ey. Oh, guck mal, wie du aussiehst. Ich bin voll langsam. Wie du aussiehst. Leon. Aber cool. Kann ich immer noch. Aber cool. So, die fangen an zu. Das ist Pilze. Gut. Pilze können wir jetzt gebrauchen, wenn wir in die Höhle gehen. Du hast ein grünes Schleimling in der Hand. Nee, ich hab nichts mehr in der Hand. Aber deine Hand ist noch grün. Immer noch? Iha. Cool. Stinker. Ach ja, bei Leon könnt ihr euch natürlich das Let's Play, oder ich sag mal jetzt Let's Test ist es ja erstmal. Kommt natürlich ganz drauf an, wie es bei euch ankommt und ne, wenn ihr den Daumen drückt, dann den Like-Button, kommt natürlich mehr, sicherlich, 100%. Könnt ihr das natürlich aus seiner Perspektive gucken, bei Ihnen auf dem Kanal. Und zwar YouTube die Vanillemilch, alles zusammengeschrieben, die mit großem D, Vanillemilch mit großem V. Und da könnt ihr das dann bei ihm sehen. Hier ist auch noch eine Höhle. Und der hat natürlich auch noch andere Spiele im
Oh im, ja. im Repertoire. Also. Lass uns mal ein paar Fackeln machen. Ja, genau. Das wäre ganz sinnvoll. Gute Idee. Oh hast dich nein. hochgebaut? Ja. Das habe ich gesehen. Machst du da? Gucken, ob da oben auch noch was ist. Baust natürlich da wieder hin. Nein, natürlich nicht. Huch! Okay. Oh. Ja. Von dem auch noch ein bisschen. So, wo war das jetzt? Der Berg, da war das. Wir sollten mal unsere Teleporterplatte, unsere Spawnplatte setzen. Wie heißt das Ding? Touchstone. Weil wenn wir nämlich Touchstone. in der Höhle sind und wir halt keinen Bock haben, den ganzen Weg wieder zurück zu rennen, dann können wir den Touchstone setzen oder Und anwählen, so teleportieren. grauend. Jo. Ich würde sagen, wir machen hier so ein bisschen Platz, damit wir hier anfangen können draußen. Zumindest das, bis wir ein Schwert und sowas. Oder? Ja. Ups, war ich das? Ach, den hat man jetzt nur einmal, das finde ich gut. Finde ich auch. So. Da hinten sind noch Pilze, aber ich habe genug. Ich habe 21. Ich habe keine. Ach ja, die Ups. Mining Cells, die muss man immer wieder aufladen, wollte ich schon sagen. Immer wieder neu craften. Also die haben eine Haltbarkeit, eine Durability. Und das nutze ich halt nach und nach. Können wir denn schon irgendwie eine Chest bauen? Nein, können wir nicht. Wir brauchen drei von diesen Rockstar Rocks, um uns ein Steinschwert zu machen. Nein. Aber fuck. Oh, hast du noch von Moos? Ja. Ich könnte noch eben was holen. Ich mach schon. Alles gut. Okay. Ach ja, und Ressourcen spawnen nach. Also gewisse Ressourcen, so wie Pilze, alles an Gemüse. Ich glaube sogar, dass die Vines, also die Ranken und das Moos von der Birke hier auch nachspawnt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber Honig, Blumen, also Flowers, die spawnen nach, auf jeden Fall. Und da kann man dann auch richtig Farming-Plantagen anlegen, wenn man weiß, welche Untergrund und welche Bedingungen die brauchen zum No. Spawn. Dann gibt es ein paar ganz coole Tricks. Ja. Mit da schon ein bisschen Können wir schlau alle gemacht. Also, herausfinden. jo. Zeig. Jo. Fackeln. So, ich habe jetzt keine Ahnung. 99, über 100. Ja, ich habe 56. Für mich. Jo, das für dich. Oh. Ich habe jetzt 79. Dankeschön. Hab 81 Na siehst du, dann ungefähr passt das gleich. doch. Ja. Machen wir schon mal den Eingang hier ein bisschen frei. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich mache das immer lieber, wenn das ein bisschen
freie Seite. Wenn man natürlich die besseren Mining-Zellen hat, also diese Handschuhe zum Abbauen, dann kann man auch, wenn die Sachen auch schneller abgebaut werden. Das geht dann ziemlich schnell. Dein Arm ist immer noch grün. Echt? Ja, als ob du so einen Schleim mal in der Hand hast. Bei mir Achtung, immer noch Krabbe. Und du hast bei mir immer noch einen Tanzapfen. Der verbrennt ab. Mach, geh nicht hin, geh nicht hin. Nee, das schaffst du nicht, das schaffst du nicht in der, guck. Verdammt. Geht nicht. Okay.